schön, dass du wieder reinschaust. Ich bin bei meinem vierten Teilbeitrag zum Thema Geld. Wie funktioniert das, beziehungsweise wie komme ich dazu und kann das umsetzen für meine Pläne oder Träume? Und heute komme ich zum Thema, was vielleicht besonders spannend ist, besonders schwer auch zu erreichen ist, einigen gelingt es, vielen nicht, und zwar passives Dauereinkommen. Also ein Einkommen zu erzielen, unabhängig vom Einsatz meiner Lebenszeit. Sprich, ich kriege immer Geld, ohne dass ich in dem Moment etwas machen muss dafür. Klingt doch cool, ne? Ja. Aber schwierig. Ja, und ich will ein bisschen was erzählen, wie das vielleicht gelingen kann, wie man dazu kommt, meine Erfahrungen dazu, die ich da gesammelt habe und ob man das letztendlich in seinem Leben irgendwann hinkriegt. Also unabhängig jetzt, dass man vielleicht groß erbt oder so, sondern eben aus eigener Kraft heraus zu so einem passiven Dauereinkommen irgendwie zu gelangen. Und man muss vorher sagen, also ohne Erstinvestitionen oder sozusagen Startinvestitionen in Form von Ideen, kreativ sein, sich ausprobieren, auch vielleicht von Kapital, ganz schwierig. Also ich habe da quasi keine Idee gefunden, nicht auch selbst erlebt oder mit bekannten Freunden, denen das so gelang ist. Also immer braucht man irgendwie ein bisschen Gehirnschmalz, dass man sich da Gedanken macht, wie kommt man da hin. Und manchmal auch ein bisschen Geld. Und manchmal auch ein bisschen mehr, so wie die Möglichkeiten halt sind. Und noch etwas vielleicht, man braucht eine klare Vision. Also wo soll die Reise hingehen? Was ist der Plan, das Ziel dahinter? Auch mit einem Zeitrahmen. Wie viel Zeit will ich mir für bestimmte Projekte nehmen, dass das dann eben dafür funktioniert? Ja, das waren so ein bisschen die Ausgangspunkte. Jo, jetzt brauchen wir gute Ideen. Hat jemand von euch eine gute Idee? Hast du eine gute Idee? Ja, kannst du mir gerne sagen. Ich habe jetzt ein paar Ideen, die ich ausprobiert habe und auch in der Zukunft noch plane umzusetzen. Und zwar habe ich das so ein bisschen aufgeteilt in analoge Ideen und digitale Ideen. Ja, digitales Nomadentum ist ja jetzt total up to date und alle machen das irgendwie und so. Nein, natürlich nicht. Aber klingt erstmal spannend, weil es natürlich auch viel flexibler ist. Und in der aktuellen Zeit sozusagen auch immer mehr die Tendenz geht, dahin geht, sagt, okay, immer nicht nur analog unterwegs zu sein, sondern eben auch digital. Ich mache mal ein bisschen so die erste Geschichte, die analoge Geschichte. Der Rentner, den hatte ich schon zwei, dreimal so als Beispiel, der hat quasi die Investition getätigt im Grunde seiner Arbeitszeit, hat er seine Rentenpunkte gesammelt und kriegt dann sein Dauereinkommen. Ja, und idealerweise vielleicht schön lange, gesund bleibt und fit bleibt und lange etwas davon hat. Ne? Aber die Rentenversicherungsanstalt rechnet natürlich genau mit und sagt, oh, wenn die Rentner mehr älter werden, dann müssen wir irgendwie was bei der Einnahmenseite ein bisschen verändern. Das heißt, da steigen ein bisschen die Beiträge, damit die vielen Rentner eben auch bezahlt werden können. Aber nicht das Thema heute. Der echte erste Punkt, den ich sonst habe, ist dort Vermietung und Verpachtung. Wenn ich also etwas vermiete oder verpachte, sprich in irgendeiner Form Immobilien erworben habe, lässt sich das mit relativ wenig Zeitansatz, also dann, wenn man den Prozess abgeschlossen hat mit der Sanierung oder was auch immer, dann kann man mit relativ wenig Zeitaufwand quasi diese Vermietung und Verpachtung zu einem Dauereinkommen machen. Man muss sich natürlich immer ein bisschen kümmern. Man kann das auch übertragen. Aber dann ist dieser Zeitansatz gut kalkulierbar, nenne ich das jetzt mal. So auch unsere Erfahrung. Ein zweiter Bereich, der natürlich analog ist, ist das Investment. Ja, das, was ich auch schon gesagt habe im vorigen Beitrag, über Anleihen, Aktien, über Fonds, dass man dort sich dann darauf einstellt und entweder es über ETFs oder über Fondsmanager dann sozusagen das Geld, was man so ein bisschen erwirtschaftet hat, dort irgendwo anlegt und entsprechend seinem Zeitrahmen dort als Investment in ein Investment auftritt. Also eher nicht Kryptowährungen, sondern eher gar nicht sozusagen. Ein dritter Punkt ist, der auch vielleicht funktioniert, sind Solaranlagen. Also man sieht das ja immer stärker, Energie, alle brauchen Energie. Solaranlagen, die vielleicht zum Beispiel nicht nur auf dem Acker hingestellt werden, sondern auf Dächer, könnte man auch als ein Investment nehmen, dass man sagt, okay, man startet mal mit Solaranlagen. Die haben eine lange Laufzeit, eine wirklich lange Laufzeit, auch in ihrem Wirkungsgrad. Und ja, also das ist also auch eine ganz sichere Anlage, die man also auch sehr analog hinbekommen kann. Ja, die digitalen Angebote sind sozusagen jetzt ein bisschen passender für die Zeit, in der wir leben. Und lassen sich manchmal eben dann doch schneller umsetzen. Was ist da zum Beispiel, was sozusagen zurzeit gut funktioniert und der Markt immer größer wird, sind Online-Kurse. Webinare für alle gängigen Sachen. Das kann man von der Torte machen, starten bis hin zu Erziehungsprogrammen.
E-Books und Podcast. Ja, gerade für den, der vielleicht auch ein bisschen kreativ auf dem Weg unterwegs sein möchte, lässt sich es gut machen. YouTube-Beiträge eher so weniger sozusagen, wie funktioniert, aber zum Beispiel als Reiseführer. Auch Online-Reiseführer ist ein guter Markt, der dort immer mehr boomt, also das immer genauer wird. Und Coaching. Also Coaching ist ja quasi kein geschützter Begriff, sondern Beratung für alles Mögliche. Und das ist inzwischen auch ein Bereich, der immer stärker quasi auch genutzt wird. Affiliate, Stockfotos sind so ein Bereich, der auch ein bisschen Geld generieren kann im Rahmen von einem Dauereinkommen. WordPress-Verlinkung, also eine Homepage, die dann verlinkt wird, dass man dort sozusagen auch sozusagen Werbepartner verbindet. Und den letzten Bereich, der auch hin und wieder gut funktioniert, sind Spendenbuttons. Gerade wenn man sozusagen bestimmte Bereiche macht und die Leute immer mal wieder vorbeischauen und dann bestimmte Projekte, eins- oder längerfristige Projekte unterstützen, kann letztendlich auch dazu führen. Und in der Summe dessen kommen letztendlich Beiträge zusammen, die zu einem Dauereinkommen führen können. Wichtig sozusagen, man könnte sagen, also im Bereich digitale Einkommen her, könnte man sagen, alles, was man im Homeoffice leisten kann, wir haben ja sozusagen so die Tendenz, dass man sagt, okay, muss ich zwingend zu irgendeinem Arbeitgeber gehen oder nicht? Das heißt, was ich im Homeoffice mitnehmen kann und das sozusagen automatisieren kann, das führt zu einem Dauereinkommen. Und das gibt es bestimmt auch im Handelsbereich, also im Handel, gerade das, was quasi aus dem Ausland eingeführt wird, gibt es ja bestimmte Plattformen, die das nutzen, sagen, okay, ich schalte mich zwischen einen Produzenten und den Endverbraucher, das lasse ich automatisieren, die Bestellvorgänge. Und dann nutze ich quasi die Provisionen, die da gezahlt werden, also die Differenz, oder ja genau, die Differenz dazu, und generiere so Einkommen. Also das ist sozusagen eine gute Möglichkeit. Ja, und der letzte Tipp von meiner Seite, möglichst sich breit aufstellen. Also nicht nur einen Bereich bedienen, sondern möglichst auf mehreren Standbeinen sein. Nicht nur, dass es sicherer ist, sondern es fordert einen selbst ein bisschen heraus. Man probiert neue Dinge aus. Es schafft quasi auch einen neuen Blickwinkel auf viele Dinge. Und wir als Menschen sind ja nicht nur für Spezialisierung gut, sondern wir sind ja eigentlich so von der Natur geschaffen, dass wir möglichst uns breit aufstellen, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren, alle unsere Fähigkeiten irgendwie nutzen. Und da stellt man fest, okay, was gelingt einem besser, was mag man nicht so gerne. Und ja, es macht dann auch einfach Spaß. Es macht, Mensch, habe ich gar nicht gedacht, dass es so viel Mühe macht, wenn man so etwas macht. Das sieht manchmal so leicht aus. Und dann schaut man rein und hat dann auch eine ganz andere Form von Wertschätzung dafür, was der andere da vielleicht leistet. Also so waren auch meine Erfahrungen. Und in dem Sinne ist es, wie gesagt, kein ganz einfacher Weg. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Also wir sind auch dabei, haben bestimmte Projekte auch abgeschlossen schon. Und ich kann sagen, der Weg lohnt sich.